heute mit unserem ersten Blog als ersten Gast beziehungsweise als ersten neuen Gast für unseren Blog haben wir heute den Christoph hier. Danke Christoph, dass du da bist. Erzähl doch mal kurz, was du machst. Ich bin Schreiner, habe eine eigene Firma. Also die Firma habe ich 2017 übernommen. Mit wie vielen Angestellten? Wir sind jetzt zu viert. Wo ich es übernommen habe, waren wir zu zweit mit einem Kollegen, der immer noch da ist. Und ja, den Betrieb gibt es ja eigentlich schon seit 1981. Und mit Zeit. Ja, und ich führe den quasi so weiter, wie ich ihn übernommen habe, mit ein paar kleinen Veränderungen. Ja, gerade was die Technik angeht, jetzt im Büro, ja, Computer und auch soziale Netzwerke, wo wir jetzt vertreten sind, was wir früher da kommen wir später noch dazu, ja. Was wir ja gar nicht hatten und ja, aber der Rest soweit von der Arbeitsabwicklung, wie das so alles vonstatten geht, das ist eigentlich 1:1. Was ist, wenn man hört Schreiner, was ist denn in der heutigen Zeit, in Anführungszeichen, was macht denn heutzutage in Zeiten von IKEA und Co., was macht denn Schreiner hauptsächlich? Also man stellt sich ja immer so vor, Schreiner, so alte irgendwie Hallen, wo dann massivstes Holz irgendwie verarbeitet wird zu Möbeln. Ist das noch so oder? Ja gut, wir haben uns ja schon seit Jahren, haben wir uns ja schon mehr spezialisiert auf Eigentumssicherung, das heißt sichere Fenster, Haustüren, wo unser Schwerpunkt auch immer noch liegt. Klar, wir können auch für den einen oder anderen Kunden einen Einbauschrank in Top-Qualität liefern. Mhm. Aber das ist hier in der Region leider nicht so gefragt. Ja. Ja, also, oder Restaurieren von Möbeln, wo ich gelernt habe, haben wir das auch noch gemacht. Ja. Das war eine ureingesessene Schreinerei. Ja. Die gibt es leider auch nicht mehr. Ihr seid wo? Haben wir das schon gesagt? Wir sind in Gimsheim. In Gimsheim, okay. In der Metropole. Für den einen oder anderen, wenn das interessant wäre, also in Gimsheim ist ganz in der Nähe auch bei uns. Genau, ein Katzensprung quasi. Ja. Und unser Einzugsgebiet ist eigentlich Worms, Richtung Mainz. Wir haben auch in Darmstadt drüben schon gearbeitet. Ja. Grünstadt haben wir jetzt Kunden wieder gewonnen. Also wir haben schon, ich sage jetzt mal, rund um Gimsheim einen Radius von, kann man ruhig sagen, 30, 40 Kilometer drumherum, wo wir hinfahren und wo wir auch dann gerne arbeiten. Hast du, weil du vorhin gesagt hast, ich habe jetzt gerade auch so im Büro, ich habe die Firma übernommen, was hast du speziell die letzten Jahre anders gemacht, was so Marketing und Medien betrifft? Weil es gibt ja auch einen Grund, warum du hier bist, aber da kommen wir später dazu. Ja. Würdest du sagen, irgendwie, jetzt wo ich die Firma übernommen habe, dass sich was ändert? Also langt es irgendwie noch einmal im Örtlichen irgendwie eine Anzeige zu schalten und dann sind die Auftragsbücher voll? Oder was ist deine Wahrnehmung diesbezüglich? Also früher war es ja so, zum Herr Schmidt seinen Zeiten, den Firmennamen haben wir übrigens nicht geändert, wir haben den gelassen. Mhm. Da gab es nur die Alternative oder die Möglichkeit, klassische Medien in Zeitung. Ja, Zeitungswerbung, Wormser Zeitung, dem Domkurier oder wie sie auch alle heißen, Wocheblatt und hier in der Gegend. Und die örtliche Plätsche halt. Aber das ist so rückläufig geworden, wenn man sieht, die Verkaufszahlen der Zeitungen gehen zurück. Die Plätsche werden mittlerweile nur noch genommen, für den Biomüll reinzulegen. Leider Gottes ist es so. Okay, ist das sehr, sehr ehrlich. Ja, ist leider so. Ja. Aber wer guckt denn heute noch in diese Zeitung rein? Ja. Ja, also ich will da niemandem zu nahe treten oder so, aber... Naja, aber und durch diese sozialen Netzwerke, man guckt in Facebook oder Instagram... Da kann man auch die Zeitungen abonnieren und kann sich da auch dann diese Nachrichten dann auch holen. Man kann das ja auch mal schon aussprechen. Also wenn du sagst, das ist deine subjektive Wahrnehmung, dann tritt man ja niemand zu nah. Also wenn du dann wirklich sagst, für mich bringt das nichts, dann ist das ja nur die Wahrheit. Also da trittst ja niemand zu nah. Man kann natürlich ab und zu mal eine Annonce schalten in die Zeitung, was wir ja ab und zu auch mal machen, um uns vielleicht bei älteren Eingesessenen mal wieder in Erinnerung zu rufen. Ja. Aber ich bin der Meinung, das bringt heute nicht mehr so viel. Ja, und deswegen gehe ich halt mehr auf die sozialen Netzwerke und mit dem, was wir jetzt später ansprechen werden, wo ich mich schon drauf freue, was wir hier mit euch gemacht haben. Ja, da denke ich, da sind wir schon einen sehr, sehr guten und modernen Schritt weiter. Schöne Überleitung, vielen Dank. Gerne. Wie
kam es denn eigentlich so weit, dass du jetzt quasi zum einen hier sitzt und zum anderen, dass wir zusammen gedreht haben und einen sehr, sehr modernen Weg gegangen sind? Also wie kamst du denn überhaupt irgendwie jetzt zu uns? Also ich habe mich so ein bisschen umgehört. Ja, was gibt es jetzt an Möglichkeiten für moderne Werbung? Habe dann, wie man es so macht, den einen oder anderen mal gefragt. Ja, und bin dann auch auf dich gekommen über einen guten alten Sportkollege. Der Paul Keller von der Athletenschmiede. Genau. Das ist Grüße. Grüß, ja. Der hat von dir geschwärmt, also Von uns. Von euch geschwärmt und hat mir die Telefonnummer dann auch von dir gegeben. Mhm. Und dann habe ich mich bei dir gemeldet und wir haben uns dann auch mal kurz geschlossen. Was war denn deine Idee oder wo hast du denn gesagt, Tobi, kannst du das mit deinen Leuten irgendwie umsetzen, kriegst du das auf die Kette? Was war deine Idee? Also ich habe mich ja noch mal ganz kurz dazu noch überlegt, was mache ich an Werbung? Gehe ich ins Radio, bleibe ich bei der Zeitung, mache ich einfach nur weiter, bisschen Facebook mit Bildern und so weiter. Und dann ist mir die Idee gekommen, weil ich ja öfters mal auch ins Kino gehe, zu sagen, warum nicht einfach mal ins Kino? Ja. Ja, wir sind zwar in Anführungszeichen ein kleiner Betrieb, ja, aber trotzdem setzen wir große Sache um. Ja. Und da kann man auch ruhig mal ein bisschen anders denken und kann sagen, komm, ich versuche es jetzt mal auf diesen Weg mit dem Kino. Und Was ja nicht heißt, wenn du einen Kinospot hast, dass du den nicht trotzdem für Homepage, Social Media, genau, für Messen und so weiter benutzen kannst oder bei euch in den Vorführungsräumen, der richtig kann ja überlaufen. Genau. Das fand ich auch gut von dir, dass du dann gesagt hast, wir machen einen Kinotrailer, den du aber dann für jeden Zweck auch nutzen kannst, egal ob soziale Netzwerke oder was auch immer. Und ist denn gutes Ergebnis, haben die Zuschauer jetzt noch nicht gesehen, bist du denn zufrieden, beziehungsweise sagst du, okay, ich habe euch jetzt irgendwie mal so in Action erlebt, hast du dir so vorgestellt und sagst du, würdest du denn selbst zu dir aufgrund dieses Spottes, würdest du denn selbst zu dir kommen und sagen, das ist es? Also ich hatte ja gewisse Vorstellungen, wie wir das machen, das haben wir miteinander besprochen und was ich auch gut fand von dir dann, dass du ein Skript ausgearbeitet hast, wo du nacheinander abgearbeitet hast, dass du auch sagst, jetzt hast du nichts vergessen. Ich habe dann eigentlich nur noch ein paar kleine Ergänzungen gesagt, wo halt du jetzt fachlich nicht jetzt weißt, mit Fenster und Haustür und hin und her. Ja. Dass man da dann ganz kurz, also was man natürlich auch sagen muss, also auch wenn wir irgendwie jetzt von Hinz und Kunst, was übrigens ein Restaurant in Worms ist, hat aber damit nichts zu tun. Also das heißt, wenn wir jetzt für einen Musiker was drehen, wenn wir jetzt für eine Firma was drehen, wenn wir jetzt für irgendeinen Selbstständigen was drehen, wenn wir für uns was drehen, ist ja die Thematik ständig eine andere, ist ja trotzdem immer was anderes. Das heißt, da sind wir immer wieder auf die Expertise angewiesen, natürlich vom Kunden, als auch von demjenigen, für den wir drehen. Also wir können selbst nicht wissen, im Christophs Fall, ist eine Scheibe dreifach, vierfach verglast, wie wird sie denn aufgemacht, also ist ein Fenster drei, vierfach verglast, Entschuldigung, ist da eine Tür, wie geht die denn auf, was sind die Details, auf was muss geachtet werden, das muss natürlich dann immer wieder geklärt werden und vielleicht, was sind auch die Wünsche, also was willst du umgesetzt haben, das können wir erst wissen, wenn wir uns unterhalten haben und wenn wir es dann geplant haben. So, Entschuldigung. Alles gut. Und so ist es dann auch spruchreif geworden. Ja. Ja, und hat sich dann auch, hat ja alles super geklappt. Also von der Planung, ja, was wir besprochen haben, dann zu den Drehterminen, die wir dann ausgemacht hatten, ob es jetzt halt, auf der Baustelle direkt war oder dann bei uns in der Werkstatt war, wo man auch sagen muss, wenn man dann am Anfang mal das Angebot vorliege hat und denkt, oh, das ist aber schon eine knackige Summe, muss man so sagen, ja, aber auf der anderen Seite, wenn man das dann mal so runterskaliert und sagt und schaut, was dahinter steckt, wir hatten drei komplette Drehtage, wir hatten also deine Nachbearbeitung, muss man dazu alles, sagen, was an Post-Production alles anfängt, genau, dann dein ganzes Technik. Know-how-Technik, ja, also wo ja auch irgendwo wieder reingeholt werden muss, ja, das ist ja anders wie wir jetzt, wir haben ja unser Material, was wir bekommen, was wir einbauen, was wir dann an den Kunde weitergeben, bei dir hast du ja kein Material, außer jetzt diese Datei, ja, und deine Expertise, die du weitergeben musst, aber ansonsten finde ich, ist Preis-Leistung absolut gerechtfertigt. Ja. Das hören wir natürlich gern, auch für alle anderen Kunden.
Das hören wir natürlich gern. Gibt es vom Dreh, weil du gerade gesagt hast, auf der Baustelle, da musste ich auch schon lachen, gibt es da so ein Erlebnis, wo du sagst, oh mein Gott, wenn meine Kunden das sehen würden, was wir da gemacht haben, gibt es da so eine Story, wo du sagst, ich denke da gern zurück, fand ich lustig? Also wir hatten ja die eine Baustelle total zugemüllt. Zum Glück war das, ich sag jetzt mal, im Rohbau. Ja, also die Leute haben waren auch sehr happy, dass wir da bei denen drehen durften. Ja. Und, wir waren in erster Linie happy, aber ja, sie haben sich auch gefreut, natürlich, ja, genau, dass wir dort den Film gedreht haben. Ja. Ja. Und das fand ich halt krass, wie wir das da zugemüllt haben. Und gut, wir haben es auch alles wieder sauber gemacht. Ja. Okay, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Und ja, oder auch dann später, was man ja dann im Video sieht, wie dann der Rollladen da gequalmt hat. Man sieht halt immer nur Ausschnitte, aber so, was halt dahinter steckt, ja, diese ganze Arbeit, ja, ja, diesen Tag, wo wir da genutzt haben, war schon wirklich sehr, 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 sehr spannend. Auch den Einbruch, wo wir gedreht haben, war richtig cool. Ja. Also der Christoph, man durfte natürlich nicht sehen, dass er der Einbrecher war, aber wir haben eine Einbruchsszene gedreht. Nachgestellt. Nachgestellt. Am helligsten Tag auf der Straße, hat keinen interessiert, solange da eine Kamera dabei ist, ist das alles okay. Das heißt, wenn ihr irgendwo einbrechen wollt, nehmt eine Kamera mit, ist alles... Bitte nicht. Nein, das war nur Spaß. Aber da hat der Christoph quasi selbst den Einbrecher gespielt. Und ich war übrigens, das hat mir der Christoph dann auch mal erklärt und gezeigt, dass so ein normales Fenster in 2 bis 3 Sekunden ist das aufgebrochen, wenn man weiß, wo man ansetzen muss. Also ja, das haben wir auch echt so gedreht. Ich war ein bisschen geschockt. Also wir hatten das Fenster nicht bearbeitet. Ja, ja, ich war echt ein bisschen geschockt. Muss man dazu sagen. Ja. Das sind einfach, ja, das habe ich ihm ja gesagt, pass auf, das geht 2-3 Sekunden, da warst du auch mal kurz. Ja. Na, ich bin froh, dass wir bei uns in der Firma überall Stahltüren haben zum einen und hatten in der Regie noch Metallgitter vom Fenster. Das ist okay. Aber ansonsten weißt du jetzt, wo du hingehen musst. Ja, jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich es. Okay, jetzt haben wir ja schon jede Menge gequatscht über den Filmdreh und was ihr macht und über die Zusammenarbeit. Gibt es denn Projekte für dich für die Zukunft, wo du sagst, nee, ich habe jetzt den Film gemacht, ich lasse jetzt erstmal gut sein, in 10 Jahren mache ich mir wieder Gedanken um die Werbung, oder was ist so jetzt dein subjektives Empfinden, oder wo du vielleicht auch sagst, wo du auch Feedback kriegst, wo geht die Reise denn jetzt hin? Weil jetzt hast du ja so einen Schritt gemacht, hast gesagt, ich habe jetzt irgendwie den Imagefilm mehr oder weniger oder den Image-Trailer gemacht. Wo willst du jetzt? Oder vielleicht sagst du auch, ich sehe mich in 2 Jahren dort und dort. Und also es ist ja so, ich bin ja schon sehr modern, was das angeht. Mhm. Ich habe ja vor einigen Jahren, wo ich den Betrieb frisch übernommen habe, habe ich ja schon einen Film drehen lassen. Jetzt nicht so professionell wie bei dir, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, also wenn man sieht, was du für ein Equipment mit beigeholt hast. Wie bei mir, aber tatsächlich waren jetzt bei dem Filmdreh, waren jetzt der Dominik war mit dabei, als wir die Interviewszenen gedreht haben. Der Milan war dabei, als wir in der Baustelle gedreht haben. Der Markus war, glaube ich, auch mal dabei als Assistent. Der Markus hat die Innenszenen mitgedreht. Die Tanja, die auch hier mit dabei ist, die hat sich sogar einmal als Darsteller hat sich vor der Kamera sehen lassen. Genau. Also das heißt, tatsächlich haben 4-5 Leute mitgewirkt. Also natürlich verbindet man das immer irgendwo auch mit mir, aber ich gebe die Lorbeeren gebe ich gerne auch weiter, also an alle Mitarbeiter, die dabei waren. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Wo waren wir denn? Wir waren, genau, modernes Unternehmen, du hast übernommen und wo siehst du dich dann in der nächsten 2-3 Jahren auch? Also es ist so, ich habe ja ein Ziel, dass ich sage, ich habe jetzt in den 2,5 Jahren habe es ja geschafft, mittlerweile, dass wir auf 4 Mann hoch sind, statt auf 2. Ja. Ich habe ja auch natürlich vor, noch weiter zu wachsen, sei es von der Betriebsgröße mit dem Personal, als auch vielleicht vom Auftragsvolumen später. Ist das denn möglich im Moment vom Auftragsvolumen, weil du sagst... Also ich denke, selbst wenn die Auftragslage, man weiß nie, wo die Reise hingeht. Ja. Ja, jetzt haben wir ein sehr, sehr starkes Jahr gehabt, allgemein draußen im Handwerk, was hier bekannt ist. Und ich denke trotzdem, dass das so stark bleiben wird, dass es jetzt nicht abflacht. Also ich drücke mal auch die Daumen dafür. Ich auch. Toi, toi, toi. Ja. Und
Ja, und da erhoffe ich mir natürlich auch personellen Zuwachs, ja. Von Mitarbeitern. Und klar, das ist auf der einen Seite wieder Arbeit, Stress, ja, aber auf der anderen Seite, ich will wachsen. Aber gute Stress, positive Stress. Stress. Ja. Und ich werde, glaube ich, werde nicht jetzt hergehen und sagen, ich ruhe mich jetzt auf dem aus, was wir jetzt gemacht haben. Es wird mit Sicherheit auch so sein, dass ich dann in einen, ich weiß jetzt nicht wann, aber zu gegebener Zeit auch dann, was das angeht, wieder nachlegen werde oder nachlegen muss. Genau. Weil gerade im medialen Bereich, das geht so schnell. Das ist kurzlebig. Ja. Das ist so kurzlebig. Ja, wenn einer im Internet scrollt, der ist 2 Minuten, 2 Sekunden, 3 Sekunden auf einer Seite. Wenn die nicht spannend genug ist, ist er auf der nächsten. Das ist tatsächlich so. Und das, Facebook, ja. Instagram, was er eben gesagt hat, ihr scrollt durch, ihr seht vielleicht auch nur Texte, ruckzuck ist das wieder aus dem Gedächtnis weg, das ist genau. Direkt rum, da seid ihr direkt durch. Und du erreichst die Leute mittlerweile nur mit viel Bildern, ja, mit Videos, ja, und dass die auch dann dabei bleiben, das ist ja nicht schlimm, das ist ja auch okay, aber man muss sich halt als Auftragnehmer, ja, muss man sich halt ein bisschen Gedanken machen, wie kann ich dann quasi noch die Leute besser erreichen und... Muss man an der Stelle auch mal sagen, obwohl wir viel unterwegs sind in der Medien- und Marketingwelt, aber ein Schreiner, der jetzt irgendwie so einen modernen Spot gemacht hat, der jetzt auch demnächst im Kino läuft und wahrscheinlich auch nicht nur in einem, auch in mehreren, aber das dürfen wir noch nicht verraten, wir halten euch auf dem Laufenden. Also ich wüsste jetzt aus dem Stegreif keinen, der so modern irgendwie auch einen Film mal gemacht hat oder so, irgendwie jetzt auch sagt, Facebook und Instagram gehört ja mittlerweile zu, über Homepage müssen wir gar nicht reden, also Homepage ist ja eigentlich Standard mittlerweile, gehört ja dazu, ist der Klassiker. Aber ich denke, so einen ganz modernen Spot fällt mir nicht so viel ein. Also ich, ohne ich, die Konkurrenz jetzt zu nennen. Nee, Konkurrenz hin und her ist, ich sage immer gerne dazu, das ist einfach nur Wettbewerb, ja. Wenn ich jetzt mal so umschaue, was so die Kollegen draußen gemacht haben, es gibt viele Kollegen, die, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, der eine sagt, mir ist das wichtig, der andere sagt, mir ist das nicht wichtig. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Mir ist es halt sehr, sehr wichtig, weil ich gerne auch mehrere Zielgruppen erreichen möchte, sowohl dieses ältere Semester als auch das junge Semester. Und da möchte ich halt auch gucken, dass das auch alles dann für die Leute auch passt. Also was ich vielleicht so ein Erfahrungswert, den ich da aus den letzten Jahren auch mal so zum Besten geben kann, wo viele zu uns kommen, ob das jetzt irgendwie ein Unternehmer ist, ob das vielleicht auch eine größere Firma ist, also wir haben noch ein internationales Unternehmen, oftmals kommen die Leute, wenn es fast schon zu spät ist, ja. Also das dann heißt, ja, unsere Homepage performt nicht mehr, unser Shop performt nicht mehr richtig, was ist denn da los? Und wenn du dann mal so ein bisschen nachhakst, dann stellenweise 3, 4, 5 Jahre gar nicht gepflegt worden. Ja. Ja? Oder es ist irgendwie noch ein Uralt-Flyer irgendwie da und Social Media kennt man, aber wird auch nicht wirklich gepflegt, also vor allem gar nicht permanent. Und ist klar, dass diese Schere aus alter Kundschaft, dass das halt immer mehr auseinandergeht mit der Kundschaft, die nachkommt, die potenziell eigentlich verfügbar wäre. Ja. Und das geht dann immer weiter auseinander und irgendwann ist es dann zu spät. Hatten wir auch vor 2, 3 Jahren bei einem Kunden, der dann gesagt hat, könnt ihr hier, könnt ihr da. Und dann haben wir erstmal radikal, haben wir dann einen Cut gemacht und haben gesagt, du brauchst einen neuen Shop, du brauchst das neu. Bis das dann mal wieder halbwegs lief, hat es 1, 2 Jahre gedauert, aber in der Zeit musste sich das erstmal wieder erholen. Ja, das ist das Problem. Das kostet Zeit, das kostet viel Geld, ja, wenn man dann bei Null wieder anfängt und wenn man, sag ich mal, jetzt wie ich jetzt immer so Step by Step einen Schritt macht, ja, und dann ist es auch leichter zu verkraften, ja, und dann hinkt man nicht hinterher. Ja. Ja. Das finde ich eigentlich so der sinnvollste Ansatz. Die Welle muss man schon versuchen, irgendwo aufzureiten und mitzunehmen. Ja. Gut, dann ist jetzt von meiner Seite, habe ich jetzt glaube ich ziemlich viel gehört. Auch danke nochmal fürs Lob und dass das auch alles. Also man muss auch sagen, was ich jetzt noch zum Besten geben kann als Erinnerung vom Dreh, der Christoph erzählt am Set die schlechtesten Witze. Danke. Also wenn man den Christoph Witze erzählen lässt, so zum Ton einstellen, zum Kamera einstellen. Also wenn ihr ihn seht, der ist ein begnadeter Schreiner, ist ein sehr guter Schreiner, aber lasst ihn keine Witze erzählen. Ja. Ansonsten von meiner Seite war es das. Hast du noch irgendwie. Ich habe soweit nichts. Okay. Wobei, vielleicht noch ein Witz. Nee, Quatsch. Nein, kein Witz mehr. Das ist doch, vielen Dank. Sehr gerne. Und der nächste Blog
handelt. Na, dürfen wir nicht verraten, von was der handelt. Aber der wird auch demnächst jetzt auch dazukommen. Wir probieren das so einmal die Woche, probieren wir den an den Start zu bringen. Das war's von uns, das war's von Christoph, von der Schreinerei Schmidt. Und schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Macht's gut.